Hallo Freunde, wir sind wieder klar zurück bei Black and White 2 Battle of Gods. Ich habe jetzt 2 Wochen lang nicht gespielt, deswegen könnte es sein, dass ich leicht ohne Orientierung bin. Ich glaube kaum, dass das eine Armee ist, aber okay. Jetzt bin ich gerade. Ah, doch, so weit waren wir schon. Meine Kreatur hatte hier oben schon alles an. Oder ziemlich viel an Toren zerstört. Haben die die repariert? Das ist doch meiner. Oder? Oh. Wolf. Ach ja, ich habe ja den Löwen. Nun gut, wollen wir doch mal, was machen wir als nächstes? Wie wäre es, wenn meine Kreatur mal wieder hier hingeht? Das sollte doch einiges an. Das sollte mir zumindest mal was bringen. Schon mal einen Weg hier runter, damit die Leute auch das Schwimmbad bauen können. Und dann können wir auch Häuser da hinten hinbauen. Er hat ja vielleicht. Kreatur, ich brauche einen Wikinger, den ich opfern kann. Ja. Gucken wir doch mal, ob wir das schnell wieder hinkriegen. Eins, zwei. Drei. Oh, falsche Reihenfolge, oder? Okay, das kriegen wir aber auch hin. Das kriegen wir aber auch hin. Nee, kriegen wir gerade so nicht hin. Sekunde. Doch, das sollten wir hinkriegen. Genau, so. Drei, fünf. Nein, das passt nicht. Da muss die 4 hin. Na, die 5, da die 6. Okay. So passt es auf jeden Fall schon mal nicht. Aber so passt es. Ja, so müsste es stimmen. Hey, es ist wirklich das Bild einer feindlichen Kreatur. Es scheint sich auf sie auszuwirken. Sie steckt in Schwierigkeiten, Boss. Das Puzzle könnte nützlich sein. Ja, ich habe es eingesetzt, um sie aufzuhalten. Die Frage ist nur, wie für wie lange und so weiter. Also von daher. So eine Geisterarmee. Das Problem ist, ich kann die nicht heilen oder auffüllen, oder? 23. Versuchen wir es doch einfach mal. Nein, es funktioniert nicht. Naja, schicken wir sie einfach mal in die Nähe vom Krankenhaus. Das sollte natürlich auch was bringen. Meine Kreatur ist schon da, wo sie sein soll. Sehr schön. Was bedeutet, du kannst mal die schön platt machen und dann nicht weiter hier hochkämpfen. Und ich muss in der Zwischenzeit weiter bauen, mehr Leute besorgen. Wie viele an Brütern haben wir? Gerade Brüter, 4 Stück nur. Das kann man doch mal schnell ändern. Bekehrte Brüter. Denn ich brauche ja noch mehr Leute. Schön, dass die immer weiter geheilt werden. Ich habe immer noch keinen Plan, wieso die so oft geheilt werden.
Ja. Vielleicht werden sie dadurch ja stärker oder sowas. Kann natürlich sein. Was kann ich noch machen? Noch ein Lagerhaus bauen? Naja, wenn ihr unbedingt wollt, dann baue ich euch auch noch ein Lagerhaus. Kreatur, bring mir noch einen Dorfbewohner für das Ritual. Langsam wird das zu viel. Wenn ich jetzt wieder das Rätsel löse, wird das langsam nervig. Ist das dein Ernst? Du hast nichts gegen die unternommen? Na, klasse. Kreatur, bring die Dorfbewohner zum Altar. Ah ja. Dann kümmere ich mich erstmal ein bisschen um meine Stadt, bis meine Kreatur wieder so weit auf dem Damm ist, dass man sie gebrauchen kann. Schon mal ein paar neue Setzlinge, hoffe ich doch zumindest mal. Ja, da wächst was. Wächst hier auch was? Ja, sieht so aus. Obwohl, das ist nur ein Stein. Aha, okay, es ist Erz. Gut, was machen wir jetzt? Ich würde ja sagen, weiterbauen, aber dafür müssten die auch mal bauen. Habe ich eigentlich einen Baumeister da? Das wäre so eine Sache, die 3000 bis zum nächsten Bauer, Fischer, Baumeister da, zwei Stück, okay. Gut, ein weiteres Opfer erwartet mich. Naja, du Scherzkeks. Das mit deiner Opferei treibe ich dir auch noch aus. Klopft den Staub von euren Knochen und vernichtet die Lebenden. Meine Kreatur könnte ich auch mal wieder erheben. Hier. Gibt einiges kalt zu machen. Zum Beispiel, diese ganzen Truppen hier. Weil lebende Truppen kann er nicht so einfach ersetzen wie, naja, tote Truppen oder untote Geistertruppen, Skeletttruppen, wie auch immer man es nennen will. Alle Pointer stehen vor der Taverne. Ist natürlich jetzt nicht so das Optimum. Hey, ich will nur hoch. Naja, was soll's. Vielleicht baue ich einfach noch eine zweite Taverne. Irgendwo hier. Ah, das ist schön. Kreatur, ich brauche einen Wikinger, den ich opfern kann. Schon wieder. Wie viele Armeen hast du denn verloren, dass du so viele Leute opfern musst? Na, komm schon. Ein paar Gebäude kannst du doch hier mal stehen lassen. Na, wo bleibt der Dorfbewohner? Ich brauche mehr Blut. So, mein Lieber. Jetzt bist du wieder geheilt. Oh, Gebäude errichtest du jetzt. War da nicht was? Sieger muss Armeen besiegen. Sammle 5000 Erz. Das mit dem Erz kann man immer machen. Aber jetzt lasse ich erstmal das Gebäude. Oder wollte ich, bis sie das Ding abgesetzt hat. Wie wär's mit untoten Armeen? Das wäre doch so eine Sache, die du magst, oder? Der geht wahrscheinlich irgendwie... Alter, wo gehen die denn Erz holen im Moment? Gerade Linie. Oh Gott. Das wird Ewigkeiten noch bis hier ankommen. Die Griechen werden mir als Skelette dienen. Sehr schön. Und da keine Bogenschützen dabei sind, wird das relativ schnell enden. Hoffe ich zumindest mal. Gut, ein weiteres Opfer erwartet mich. Wird schon wieder dunkel, so wie es aussieht. Bekehrter Baumeister. Ein paar Baumeister. Na? Bekehrter Baumeister. Damit das dann doch ein bisschen mal schneller geht. Bekehrter Brüter. Und, eine erhöhte Geburtenrate wäre auch schön. Habe ich denn... Ich habe doch
doch eine Kinderkrippe hier. Ja. Ah, komm, mach die letzten auch noch platt. So schwer kann das doch nicht sein. So, ein, zwei Dinger kalt machen, dann ist gut. Dann kannst du nach oben die vier Stück kalt machen und... Oh ja, ein Blitz, sehr schön. Endlich! Die Skelette sind tot. Wieder einmal. Sehr schön. Ja, Truppen sind schwer zu ersetzen. Kreatur, ich brauche einen Wikinger, den ich opfern kann. Attackier einfach mal die hier. Ich meine, du bist ein wenig... Obwohl, Sekunde, wie wär's, wenn du erstmal hier hochgehst und dich heilst oder eine Runde pennst? Sowas wäre doch mal ganz praktisch. Nee, ich wollte eigentlich den Baum haben. Sonst hebt man immer den Baum auf und es passiert nichts. Jetzt ist es andersrum. Oh, Lagerhaus noch fertig bauen. Na, natürlich klappt das mal wieder nicht. So. Sieht doch schon besser aus. Und dann jetzt noch ein paar Wasserwunder. Und dann... sehe ich, dass die zwei ausgerissen wurden. Wie ist denn, wenn ich die hier mal ein bisschen umsetze? Das hat immer ein bisschen Erfolg gebracht, die umzusetzen. Weil die sich dann besser vermehrt haben. Das wird auch nicht so weitergehen. Kreatur, bring die Dorfbewohner zu noch ein bisschen Nahrung, würde ich sagen. Können wir da hinten rein tun. Dann können sie sich auch da Nahrung holen. Bestrafungsspieß, ich glaube nicht, dass ihr die haben wollt. Mal sehen, was kann ich denn noch bauen? Ich denke, ja, die Bäder haben wir schon und danach kommt nichts mehr. Läden, ein Sägewerk wäre noch angebracht. In der Nähe vom Wald. 100%, damit bin ich doch zufrieden. Hindernis entdeckt. Okay. Dann Weg, Straße bauen. Hätten wir das schon mal erledigt. Könnten dann natürlich noch hier ein wenig. Ja, zumindest bis dahin mal kurz. Und naja, vielleicht kriegen wir ja auch noch den restlichen Weg ein bisschen hin. Na. Da. Okay. Aha, das funktioniert erst doch stückchenweise. Aber auch nicht immer natürlich. Das hätte mal funktioniert nicht. Aber ich habe zumindest mal die Ansätze geschafft und hoffentlich benutzen sie dann eben auch die Wege. Wo ist eigentlich meine Kreatur? Ah, sie lebt. Sie hat wieder komplettes Leben. Dann, mach doch mal. Naja. Ach, die wird sich schon alleine finden, die Armeen hier. Ich meine, es sind ja jetzt auch wieder keine Bogenschützen dabei. Was bedeutet... Es wird erstmal platt gekloppt. Ja. Sehr schön. Dann sollten die Leute hier mal weiter bauen, oder? Ich denke doch mal... Also die Häuser schon fertig kriegen. Sollten sie doch auch langsam in die anderen Gebäude hinkriegen. Aber naja, das werden wir ja dann nachher noch sehen. Oh, ich sollte dringend einen Weg mal hier rausbauen. Ist natürlich jetzt nicht die optimale Lösung, da einen mehr oder weniger Slum aufzubauen. Aber hier ist ein, da steht ein Tempel, der gute Laune bringt. Ein Bar oder Bäder, die gute Laune bringen. Was will man mehr? Ich opfere diesen Dorfbewohner, um mehr Krieger zu rufen. Jeder, das muss ja nicht unbedingt ans Straßennetz angeschlossen sein. Tot besser als lebendig. Ach du mich auch hier. Leute opfern ist was für Azteken und böse Leute, also von daher. Naja. Gehört ja wohl zu den Bösen.
Meine Kreatur. Verdammt. Hat's nicht geschafft, gegen 5 Armeen anzustinken. Jetzt habe ich ein kleines Problem, weil jetzt 3 Armeen kommen und einmal ein Katapult. Die hier werden alle nahezu tot.